Wir haben Besuch hier bei uns im kleinen Filmstudio, ja. Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Geht's euch gut? Total. Ja. Es hat einen Grund, warum ihr hier seid. Ihr habt einen Film zusammen gemacht, beziehungsweise du hast einen neuen Film gemacht. Der Nanny heißt er. Du spielst mit und hast dir Joko an die Seite geholt. Du bist die Erste, die es richtig formuliert. Ne? Weil das Absurde ist echt immer, man sitzt überall, alle Interviews, alle, ihr habt einen Film zusammen gemacht und ich fühle mich immer total schlecht, weil alle Leute denken dann immer, der hat doch nichts damit zu tun. Ja, du musst einfach sagen, du hast Drehbuch geschrieben. Sag ich tatsächlich auch. Und Regie habe ich auch gemacht. Du hast es produziert. Ich habe das produziert. Du hast es produziert. Jetzt, Mann. Du hast es produziert und ja. Was war die Frage nochmal? Ihr habt das erste Mal zusammen gedreht. Wie war das so? Klasse. Matthias, bitte. Ich war schon mal hier und habe mich daneben genommen. Ich möchte jetzt einmal hier einen guten Eindruck hinterlassen. Das hat großen Spaß gemacht, mit Joko so viel Zeit zu verbringen. Ich bin sehr stolz auf ihn, weil er wirklich ein Schauspieler ist. Und das hat er großartig gemacht. Die Idee war von Anfang an, eigentlich Joko auch zu fragen, ob er Lust hätte. Mhm. Und das erstmal zu testen, weil wenn es nicht funktioniert hätte, danach hätte ich mich dann damit beschäftigen müssen. Aber er kam rein und wie ich es mir schon dachte, ist alles aufgegangen, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Und noch besser, ich fand den Knaller, wie der aussah in dem Film, Hammer. Das Absurde ist, Tattoos und geil. Das Unangenehme ist, wenn ich jetzt die Bilder aus der Zeit sehe, weil ich musste den Bart die ganze Zeit, ich habe so einen Bartwuchs, das dauert 4 Wochen, bis das entsteht hier, ne? Und das ist nicht viel. Das braucht 2 Monate. Nicht schlecht, oder? 2 Monate. Ja, aber ist ja auch nicht schlecht, dann musst du nicht rasieren. Das ist richtig. Ist das? Nee, das war aber ich bin halt Monat. Ist das überall so? Nein, das ist nicht überall so. Das ist nicht überall so. So, Leute, bitte, reißt euch zusammen. Das gibt's ja gar nicht. Und es gab einen ganz schlimmen Tag, da konnte ich meinen Text nicht. Und ich bin im Erdboden versunken. Und du hast so richtig gemerkt, weil Film, das kenne ich halt vom Fernsehen nicht, hat Zeitdruck. Da gibt es einen Tag, der ist irgendwann zu Ende. Und wenn man in die Überstunden kommt, muss man am nächsten Tag später anfangen. Das war mir alles nicht klar. Und du hast so gemerkt, wie alle immer unentspannter wurden. Und du merkst jetzt auch bei dem, ich nenne den Kameramann jetzt nicht, aber so, okay, wir haben keine Zeit, wir nehmen das jetzt so. Und dann so, ich würde aber gerne noch eine machen. Wir machen nur eine. Nein, wir machen keine mehr. Und ich bin wirklich gestorben da teilweise am Set. Wegen der anderen, nicht wegen Matti. Möpse! Ja! Das ist leider nicht im Film, ne? Ist leider nicht im Film. Hast aber du den Film denn schon gesehen? Ja, du wahrscheinlich. Du bist ja da eher. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich freue mich darauf. Sag mal, wie oft hast du ihn gesehen? Ich glaube wirklich 200 Mal. Matthias hat eben 200? Ja. Matthias hat eben den schönen Satz im Auto gesagt, ich glaube, ich kann dir jede Sekunde des Films nennen, was gesagt wird und welche Musik wann wie einsetzt. Also das ist, ich glaube, wenn man, ja, den, wenn so man oft den so oft gesehen. Aber da hat er mir was voraus. Ich habe ihn, darf ich sagen? Ja. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Da war ich auch überrascht, dass deine Tochter spielt, die Winnie, die Paula Hartmann. Ja. Wie alt ist die? 14? Die ist 13, ja. 13? Die durfte sich ja ganz schön ausleben in dem Film, ne? Ja, aber super. Den Kindern hat das total Spaß gemacht. Ja, weil sie Dinge sagen durften, die sie sonst die sie gar nicht sagen durften. Und Arvid, der mein Sohn spielt, war immer bester Freund Joko. Joko hat mir so oft so leid. Ich darf das sagen. Arvid ist ja ein cooler Typ auch, der Kleine. Ne? Und, ja. Aber hatte in Joko halt so einen großen Bruder auf einmal, ne? Also es gab Arvid auch nicht mehr alleine. Also Arvid war der kleinere Klaas. Du bist aus dem Flieger gekommen und warst vollkommen fertig, müde und fast auch schon sehr, sehr traurig auch. Und dann hast du mich angerufen und hast wirklich die Mut genommen und gesagt, ey Matthias, ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber wenn ich dir 10.000 Euro gebe, könnte ich dann mitspielen. Und zwar Cash. Es steht jetzt jemand bei dir vor der Tür, du musst nur die Tür aufmachen. Ich saß sehr angetrunken im Flieger, weil das sind immer so Langstreckenflüge, die gehen dann ja so 9, 10, 11 Stunden teilweise. Und dann fängt man halt irgendwann an zu trinken und hat aber schon relativ viele Filme durch, weil man halt auch sehr viel fliegt auf diesen Reisen. Und dann gab es halt noch Vaterfreuden bei dieser Fluggesellschaft, mit der wir geflogen sind. Und dann ich so, ach, guck, wo ist der Vaterfreude? Und dann hatte ich halt so diesen Übermut, weil ich halt so viel getrunken hatte, zu sagen so, ach, das kann ich auch. Und dann habe ich Matti halt die SMS geschrieben, die im Flugzeug natürlich nicht rausgeht, aber sobald du rausgehst und dich das Telefon einloggt, geht die SMS raus. Und dann kam die SMS von Matti nur zurück so am nächsten Tag, wirklich? Und ich so, was schreibt der mir denn wirklich? Und guckst du rein so, ach du Scheiße. Ich habe es wirklich geschrieben, ja. Und das ist tatsächlich der Anfang der Geschichte, warum ich da wahrscheinlich mitgespielt habe. Die Grundsatzgeschichte war, dass ich eigentlich immer mal ein großes Märchen erzählen wollte, so, dass jemand so fürs Gute kämpft, also David gegen Goliath sozusagen. Mhm. Und wir haben eine gemeinsame Freundin, die auch Nanny ist. Und die kam irgendwann, hatte mir irgendwann vor Jahren meine Geschichte erzählt. Und das fand ich so lustig, dass ich mir eigentlich überlegt habe, wie das wäre, wenn man es schaffen würde, in einem Film Arm und Reich echt so extrem darzustellen und jemand Armes als Nanny einzuschleusen in diese reiche Welt. Ich würde mir wünschen, ich hätte ein filmisches Leben. Ja. Einfach mal 6 Monate nichts tun, 6 Monate arbeiten. Das wäre mein Leben. Aber so ist es ja dann auch nicht, oder? Nee, also nicht, wenn du Matthias Schweighöfer ist, weil wenn Matthias mit dem Film jetzt fertig ist, dann schreibst du ja wahrscheinlich jetzt schon wieder am neuen Film, oder? Du drehst genau, ja schon. Genau, ich drehe einen neuen jetzt gleich ich bereite 2 Filme gerade vor für die nächsten 1,5 Jahre. So, das muss halt funktionieren. Ja.